Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich finde, eine sehr geile Funktion, die noch dazu nicht alle kennen. Und zwar die Funktion, direkt von seiner Canon R6 oder R5 ein Backup in die Cloud, und zwar mit Hilfe von image.canon zu machen. Kennst du nicht? Perfekt, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie es geht. Als allererstes gehen wir dafür auf dem iPhone in den App Store. Das zeige ich euch jetzt hier. Und suchen dort nach image.canon. Dann haben wir die App gefunden und laden sie ganz einfach herunter. Warten einen Augenblick, bis sie heruntergeladen ist. Und dann öffnen wir sie. Und jetzt werden wir schon gefragt, wie möchten wir uns denn überhaupt registrieren? Welche Canon-ID oder wie wollen wir meine Canon-ID erstellen? Und ich nehme jetzt in dem Fall hier mein Google-Konto. Ja, ein paar Sachen muss ich jetzt schwärzen. Ich will ja nicht, dass jeder mein Passwort weiß. Aber sobald ihr das dann da durchgeklickt habt, wählt ihr aus, welche Kamera ihr haben wollt. Und schon erscheint eine total geile Anleitung, die so einfach ist, dass selbst ich sie verstehe. Nein, Spaß beiseite. Aber anhand dieser Anleitung hangelt ihr euch dann quasi dadurch. Und wie das auf der Kamera geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir einfach direkt auf die Kamera. Zunächst einmal schalten wir die Kamera ein und wechseln dann ins Menü, in das Kommunikationsmenü Nummer 1. Und gehen dort oben auf die WLAN-Bluetooth-Verbindung. Gehen einmal zur Seite und drücken unten auf die kleine Wolke, hochladen zum Webservice. Ja, zunächst einmal müssen wir jetzt zustimmen, dass wir uns verbinden wollen und nach einem Zugriffspunkt suchen. Ich verbinde mich hier mit meiner Fritzbox. Die Passworteingabe lasse ich jetzt mal weg. Dann fragt er uns, ob wir eine IPv4 haben wollen. Ich sage hier automatische Einstellungen. IPv6 deaktiviere ich. Und dann fragt er nach unserer E-Mail-Adresse. Auch die habe ich jetzt hier mal zensiert. Sobald ihr die eingegeben habt, müsst ihr einen vierstelligen Code, den braucht ihr nachher noch eintippen, den könnt ihr euch selber aussuchen. So, dann sagt er schon, ihr bekommt eine E-Mail, da ist sie auch schon, geht dort auf Anmeldung und dann fragt er euch nach dem eben ausgedachten Code. Ich tippe 1234, bestätige, warte kurz und dann ja, ist das Ganze auch schon registriert. So, jetzt bestätige ich euch nochmal mit OK. Gehe nochmal drauf, warte kurz und jetzt zeigt er mir gleich an, dass die Kamera erfolgreich mit dem Webservice verbunden ist und die Einstellungen abgeschlossen sind. Man hat ja gerade gesehen, zum Hochladen der Bilder, hier habe ich eins als Test, muss man die Kamera einmal ein- und ausschalten. Das mache ich jetzt mal. So, Kamera ist wieder an, dann schauen wir mal auf der App. Ob unser Bild schon da ist, melden uns an und siehe da, das Bild ist schon hoch. Ja, also wenn das keine geile Funktion ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Besser geht's nicht. Du bist auf einer Hochzeit oder irgendwo, bist dort an der Location mit dem WLAN verbunden. Einmal Kamera aus, Kamera wieder an und zack, alle Bilder liegen in der Cloud für 30 Tage gesichert. Zusätzlich noch auf deiner Speicherkarte oder je nach Kamera, bei der hier geht's. Bei der 1DX Mark II geht es auch direkt auf zwei Speicherkarten und in der Cloud. Also wenn da noch was passiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist man wahrscheinlich verflucht. So, das war's für heute erstmal mit dem Video. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos zu image.canon machen. Und zwar kann man das Ganze nämlich auch noch verknüpfen mit Lightroom, mit Google Fotos, Google Drive und einigen anderen Portalen. Und auch das werde ich euch demnächst in Videos noch zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr diese geile Funktion auch noch nicht kanntet und auch wenn ihr sie kanntet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Alle Fragen, die Canon nicht beantwortet, hoffe ich dann beantworten zu können. Aber auf der Webseite image.canon sind auch noch jede Menge Fragen in der FAQ beantwortet. Ja, und ansonsten abonniert doch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis bald!